Hallo und guten Morgen. Es ist ein neuer Tag, eine neue Woche, es ist Montag und ich habe wieder eine neue Geschichte in meinem Kalender. Diesmal habe ich die bei Dori im Blog gefunden und fand die so schön, dass ich dachte, okay, die passt auch gut in den Kalender und daher lese ich euch die jetzt vor. Zwei kleine Kinder, die gerne alles Neue erforschten, verirrten sich im Wald und stießen plötzlich auf einen geheimen Pfad, ganz grün und wunderbar. Und da stand vor ihnen ein Schild mit der Aufschrift Glück. Sogleich begannen sie, diesen Pfad zu erkunden, und nach einem längeren Stück Weges kamen sie zu einem kleinen Haus. Es wurde schon recht dunkel und sie fürchteten sich ein wenig. So klopften sie ganz leise an. Ein alter Mann öffnete die Tür und sie wollten schon fortlaufen. Er schaute aber so nett rein, dass sie da blieben. Er bat sie, hereinzukommen und teilte seine Suppe mit ihnen. Da fühlten sie sich schon gleich viel besser. Und als sie anfingen, sich umzuschauen, sahen sie etwas sehr Sonderbares. Von der Decke hing eine schwere Kette und daneben ein dickes Seil. Und ringsherum standen kleine Hocker. Wie seltsam, wie höchst seltsam, dachten sie. Sie schauten auf, sie schauten hinunter, sie schauten ringsumher, aber sie wurden nicht schlau aus der Sache. So fragten sie einfach: Verzeihen Sie, lieber Herr, aber was machen Sie da? Ich helfe den Leuten, ihr Glück zu finden. Oh bitte, zeigen Sie uns, wie das geht, denn eben das suchen wir auch, sagten sie ganz zappelig vor Aufregung. Sehr gerne, sagte der Alte, das kann jeder lernen, er muss es nur wirklich wollen. Setzt euch mal ruhig hin und schaut euch das Seil und die Kette aufmerksam an. Vielleicht werden sie euch etwas sagen. Sie setzten sich also und schauten, aber nichts geschah. Nichts. Siehst du etwas? Fragte eines. Nein, nichts, gar nichts, sagte das andere. Nun schaut es euch ein wenig näher an, sagte der Alte. Das taten sie dann und auf einmal bemerkten sie, dass auf jedem Glied der Kette und auf jedem Strang des Seils ein Wort stand, das etwas Wichtiges besagte, wie Freunde, Geld, Sonnenschein, Kinder, Lesen, Musik, Liebe und Gesundheit. Wir verstehen immer noch nicht. Ich werde es euch erklären, sagte er freundlich. Die meisten Erwachsenen machen einen entscheidenden Fehler. Sie bilden in ihrem Geist eine Art Kette aus all den Dingen, die ihnen wichtig zu ihrem Glück erscheinen. Und wenn ein Glied bricht, und das geschieht recht oft, steht die ganze Kette in Stücke und all ihr Glück ist dahin. Und allein wegen eines Glieds haben all die anderen Glieder ihren Wert verloren. Dabei sind sie, jedes für sich, immer noch bestens. Das ist wahr, sagten die Kinder, genauso machen sie es. Ja, und dann braucht nur das Geringste schief zu gehen, wie dass jemand seinen Hausschlüssel verliert und gleich könnte man meinen, die ganze Welt breche zusammen. Da lachten sie alle. Aber was sollen die Leute dagegen tun? Fragten sie. Sie müssen lernen, Seile des Glücks zu knüpfen, sodass, wenn ein Strang reißt, das Seil zwar ein wenig schwächer wird, aber nicht gleich alles in Stücke geht. Das Ganze ist ja dann noch leicht zu reparieren, sagte eines der Kinder. Ganz richtig, sagte der Alte. Aber warum machen die Leute ihr ganzes Leben lang immer denselben Fehler? Weil sie sich nie die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, antwortete der Alte. Wenn sich die Bilder von der Kette und dem Seil aber erst einmal fest eingeprägt haben, sind sie nie wieder dieselben. Es ist schön bei Ihnen, sagten die Kinder und der alte Mann lächelte. Er gab ihnen eine Decke und sie rollten sich auf einem kleinen Teppich am Feuer zusammen und schliefen bis zum Morgen. Als sie sich am nächsten Tag zum Aufbruch bereit machten, fragten sie den alten Mann: Endet der Weg zum Glück hier? Oh nein, ihr seid kaum erst am Anfang. Ich habe an diesem Weg viele Freunde, ihr müsst sie alle kennenlernen und wenn ihr dann am Ende des Pfades angelangt seid, werdet ihr mehr über das Glück wissen. Aber vergesst eines nie. Etwas zu wissen ist eine Sache, aber danach zu leben wieder etwas ganz anderes. Und hier endet der erste Teil. Es gibt aber noch einen zweiten Teil und den lese ich dann morgen vor. Okay, bis morgen dann.